Heinrich Himmler, Vollstrecker der Mordbefehle. Ob die anderen Völker in Wohlfahrt leben, ob sie verrecken vor Hunger, das interessiert mich nur so weit, als wir sie als Sklaven für unsere Kultur brauchen. Anders interessiere ich mich nicht. Ob bei einem Bau eines Panzergraben 10.000 russische Weiber an den Kräften umfallen oder nicht, interessiert mich nur so weit, als der Panzergraben für Deutschland fertig wird. Ich will auch ein ganz schweres Kapitel nennen. Ich meine die Ausrottung des jüdischen Volkes. Es gehört zu den Dingen, die man leicht ausspricht. Das jüdische Volk wird ausgerottet. Das hatten in jeder Partei genossen. Ganz klar steht in unserem Programm drin, Ausschaltung der Juden, Ausrottung machen wir, Kleinigkeit. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen. Wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Und dies durchgehalten zu haben und dabei anständig geblieben zu sein, ist ein niemals genanntes und niemals zu nennendes Ruhmesblatt. Eine deutsche Rede. Ein Film aufgenommen zur privaten Erinnerung, als Leistungsnachweis. Himmlers Männer treiben Menschen zum Genickschuss in die Grube.